Die Kinder singen sich schon mal warm und bringen sich in Weihnachtsstimmung. Denn hier wurde die Bescherung ein paar Tage vorverlegt. Der Behindertenbeirat der Stadt Cottbus hat die Aktion mit Liebe in den Schuhkarton gestartet. Anlässlich des Internationalen Tages für Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember haben sie Päckchen gepackt. Wir haben altersgerecht geschaut, was könnten die Kinder gebrauchen. Schulmaterialien sind drin, aber auch Süßigkeiten, also was sich Kinder so zu Weihnachten wünschen. Jetzt waren die Mitglieder persönlich in der Wohnstätte und haben die Geschenke übergeben. Bis Weihnachten kann hier natürlich niemand mit dem Auspacken warten. Vor allem für die Kleinsten ist es aufregend. Sebastian Alexander Bohlig ist mit 8 Jahren der Jüngste im Haus. Er ist großer Fan von Cars. Letztes Jahr hat er aber was ganz anderes vom Weihnachtsmann bekommen. Das ist meine Waschmaschine. Die habe ich von Weihnachtsmann letztes oder vorletztes Jahr gekriegt. Ich weiß es nicht mehr, aber da bin ich manchmal und das macht mir ganz viel Spaß. Und wo ich bei meinen Eltern noch war, dann habe ich immer so gerne Waschmaschinen geguckt, weil sich das immer so gedreht hat. Seinen Wunschzettel für dieses Jahr hat er schon lange abgeschickt. Ein Buch von Kleiner Drache Kokosnuss. Und ich habe mir noch einen Arztkoffer gewünscht, dann Oreo-Kekse und das war's. Und ein Auto. Ein Auto? Was denn für ein Auto? Von Cars. Von Cars? Seit etwa 3,5 Jahren ist Sebastian jetzt aber schon hier. Walter Krause ist da schon etwas länger im Behindertenbeirat. Er ist das älteste Mitglied und schon über 25 Jahre dabei. Ans Aufhören denkt er aber noch lange nicht. Ja, man könnte sagen, es ist Gewohnheit. Andererseits mein Vorsatz, da ich ja zu den, ich sag's mal, ohne jemanden kränken zu wollen, der Einäugige unter den Blinden bin, bei den Behinderten, dachte ich, kann ich was tun für die Leute, die schlechter aufgestellt sind als ich. Das ist mein Motiv. Die Reaktionen der Kinder sind außerdem für alle Mitglieder ein Grund, weiterzumachen. Der Behindertenbeirat will versuchen, die Aktion zu wiederholen. Und vielleicht bekommt Sebastian dann im nächsten Jahr auch sein Cars-Auto und seine Oreo-Kekse.